31. Januar 2014, die Tölzer Löwen empfangen den EV Füssen. Schnell noch ein Stimmungsmesserchen besorgt. Und auf geht's. Was bringt die Löwen so richtig in Wallung? Richtig, ein frühes Gegentor. Scott Kischel kommt als erster in Fahrt. 1:1 zur ersten Drittelpause. Das Tempo der Tölzer jetzt eindeutig zu hoch für die Füssener. 2:1. Und noch während der Stadionsprecher mit dem letzten Treffer beschäftigt ist, da fällt bereits das 3:1. Das folgende Aufbäumen der Füssener beenden ein Eigentor. Sowie eine Szene, die den Willen der Löwen heute wunderbar dokumentiert. Mit 5:1 geht es dann in die letzte Drittelpause. Damit ist das Spiel entschieden. Die Gäste erzielen dann noch das 2:5. Aber die Tölzer demonstrieren heute eindrucksvoll ihre Überlegenheit. Und erzielen, ohne größere Schwierigkeiten, das 6:2 zum Endstand. Die Löwen treffen als nächstes auf den EHC Bayreuth. Ein Topspiel. Da kann ein Polster aus Selbstvertrauen wertvolle Dienste leisten.